Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers, der Beta. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ja, ist alles mit E halten. Wait a minute. Du musst immer genau mitten davor stehen, sonst funktioniert das gar nicht. Ausstellen, wenn du dir das Original leisten kannst. Ich muss weitersuchen. Ich weiß. Tada! Ja, gut, ich weiß sowieso, wo ich hin muss. Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Oh, nein. Nur ein Krug. Maybe, just maybe. Pepper Antoni. Ich weiß, ich sollte nicht ausflippen, aber ich flippe gerade aus. Tony Starks Gitarre. Oh mein Gott. Ich glaube, hier hinter war nichts. Warte mal, doch, dahinter kommt was. Die Mark 1. Wollte er das alles wieder abholen? So, dann war hier nichts mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man über diesen Tisch konnte oder nicht. Ich glaube, doch konnte man. Sehr gut. Weil ich konnte, glaube ich, nach PS4 nicht über alles klettern. Auch wenn ich es gerne gewollt hätte. Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? War ein Versuch wert. So, ich glaube, hier war nichts. Obwohl, vielleicht doch. Also beim PC ist das definitiv für mich angenehmer zu spielen als auf der Konsole. Ich weiß aber nicht warum. Muss ich zugeben. Die West Coast Headquarters. Dass er das behalten hat. Und keine Spur von Jarvis. So. Was ist hier? Das, was wir suchen. Oh, ihr seht gut aus, Leute. Nicht wirklich, oder? Jarvis. Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grille? Wieso gibst du mir das nicht? Ganz sicher nicht. Enttäuschend. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten, findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Etwas stimmt nicht mit Ihnen. Etwas ist anders.
Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist Banner in ihnen, richtig? Und das ist seine Schuld. Eigentlich ist das echt nicht so schwierig. Ein Geschenk. Ah, shit, das habe ich jetzt verballert. Wo bist du? Hä? Fertig für mich gerade. Okay, das ist irgendwie eine Druckwelle, was ich beim ersten Mal noch nie gesehen habe. Vielleicht sterben, das ist das Problem. Vielleicht sterben, das ist das größte Problem. Ich bin tot. Irgendwie war das mit Ansage. Scheiße, das war das ist so nicht passieren sollen. Wieso machst du gerade nichts? What the hell is that? Wenn ich in der Luft bin, wie kannst du mich denn aus der Luft wegholen? Mega interesting. Ich bin in der Luft und er kann mich aus der Luft wegholen? Interesting, cool. Soll ich aufpassen?
How the fuck did I miss this shot? How the fuck does he do that? Das konnte er auch beim ersten Mal auch nicht auf der PS4. Muss ich da so wegholen. Jesus Christ, werde ich wieder sterben. Keinerlei Utility, das ist das große Problem. How the fuck does he do that? Ich habe keine Utility, ich kann im Prinzip nichts machen. So, jetzt habe ich ein bisschen Utility. Wie hab ich den denn verballert? So scheiße, Alter. Ich verwerfe ja gerade alles, mehr oder weniger. Sehr gut. Ich wusste gerade gar nichts, ich hab keinen Plan, wo überhaupt gerade irgendwer ist. Get the fuck off me, bitch. Alter, ich hab gar nichts, Alter. Ey, der steht 1 Meter vor mir, ich werf 3 Kilometer drüber. Das ist krass. Überhaupt. Klar, ich führe Selbstgespräche.
Zeig mir deine Geheimnisse. Was? Warten Sie bitte! Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja, natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Oh, danke. Ja. Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es... So funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Zieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast... Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm. Aber trotzdem mutig. Und... Es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. Also, wenn es fertig ist? Ja, es ist. Tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Na gut, so viel kommt jetzt nicht mehr. Ziemlich unordentlich hier. War vermutlich ein Lagerraum oder sowas. Wer hat wohl vor mir hier gewohnt? Ah, jetzt kann ich das also öffnen. Die Aussicht war bestimmt toll, als das Ding in der Luft war. Vielleicht kann Mr. Stark es reparieren.
besser. So, haben wir das schon geguckt? Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir gehen eigentlich hier raus. Ich sollte mit Bruce reden. Ich sehe mich noch etwas um, jetzt wo einige Türen funktionieren. Damit er vergisst, dass ich geweint habe. Why did you cry? Hoffentlich erfahre ich von dieser Blutmaschine mehr über meine Kräfte. Yeah, maybe, just maybe. Wir sollten hier ein paar schöne Kräuter anbauen. Basilikum, Thymian, vielleicht Oregano. Hey, Bruce. Tut mir leid. Keine Sorge. Ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Ach, gutes Timing. Ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück einfach den Knopf. Ja, aber erstmal müssen wir kurz hier ein bisschen was öffnen und dann komme ich zu dir. Ich weiß aber nicht, ob ich alles mache oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange die Bitter jetzt noch geht. Ups. Okay, wird schon schief gehen. Guten Tag, Dr. Banner. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Tony Starks fantastischer Computerkumpel. Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. What's going on? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Hm. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das! So. So, ich habe gerade gar nicht aufgepasst, muss ich zugeben. Aber absolut null. Ich habe mal absolut null aufgepasst. Ich weiß aber gar nicht mehr, um was gerade ging. Okay, Bruce. Wonach suche ich? Ach, hier. Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren. Ups. Ich glaube, ich habe es schlimmer gemacht. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Hab einen. Okay, das ist einfach. In einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis eindringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Fast geschafft, Kleine. Okay, das war's. Woohoo! Komm zurück. Das weiß ich auch alles. Großartig. Das Ding gehört in ein Museum. Ravens are moving on from Pro Bowl Safety Earl Thomas. What the fuck?
Problem. Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt. Das ist hochspezielle Shield-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. Shield? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt Shield? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Hill ist unsere einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns noch mal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi! Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Als Hulk hier auftauchte, sind dann alle durchgedreht und weggerannt? Ah, so ungefähr. Ich kann Sie nicht... Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert. Missionen, die für Ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Yeah. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Yeah, yeah, yeah. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Hä? Ja, wieso kann ich diese Mission jetzt nicht starten, wenn ich frage? You got to be kidding me. What the f... Geht doch. Wusstest du etwa, dass er die ganze Zeit hier war? Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. 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 Ja, kannst du einen Freund einladen, alles klar, gehört. Okay, Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap.
least I sure hope so. Ich gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von S.H.I.E.L.D. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störungen. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Okay. Behalte ihn im Auge, Kamala. Aim, Bunker nicht gefunden, selbst dem TT. Bleib von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Der Funk ist ausgefallen. Jetzt liegt es an uns. Keine Sorge. So, liebe Leute, machen wir hier mal einen Folgenbreak. Bis dahin, haut rein und tschüss.